Willkommen zu einem Unboxing-Video für Fahrrad XXL. Ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt hier vornehmen werde. Das heißt immer so schön, Kreativität steckt alles. Wir schauen einfach mal. Meine Kreativität besteht hier drin. Ein Messerchen, eine Schere. Gucken, ob wir die Kiste aufkriegen. Ich habe mal ein bisschen geschummelt, das Aufmachen meistens immer das ist, was am unspannendsten ist. Deswegen ist der Deckel schon mal geöffnet, der Lieferschein ist raus. Ein paar Worte zu dem Fahrrad. Ist ganz passend, der Spruch hier unten drunter. Frag, was zu dir passt. In der Ecke, wo ich wohne, ist eigentlich keine richtige Rennradgegend, ist keine Mountainbike-Gegend. Ich habe beides nach dem Umzug. Mir fehlt so das Trailnetz hier, die Streckennetze und so weiter. Und ich ertappe mich immer wieder, dass ich mit dem Rennrad immer wieder gerne auf Feldwege ausweichen möchte. Fürs Mountainbiken fehlen mir hier so ein bisschen auf die Single Trails, sodass ich mir gedacht habe, das wäre genau das Richtige. Letzten Endes ein Gravelbike. So, ein Gravelbike steckt hier drin, und zwar ein R. Raymond Gravel 7. Ich bin sehr gespannt auf die Kiste, weil ich glaube, das ist wirklich der perfekte Kompromiss zu dem, was ich zurzeit unter dem Keller stehen habe und was hier so die Region zu bieten hat, weil ich insofern auch keine Lust habe, erst ein paar Kilometer zu fahren und dann auf die Single Trails zu kommen und umgekehrt mir die Strecken regelrecht aussuchen zu müssen, nur damit mein Rennrad nicht überfordert ist. Okay, schauen wir einfach mal rein. Aufgemacht habe ich die Kiste, wie gesagt, schon. Luftpolsterfolie ist gut verpackt, wackelt nichts. Da kann man erstmal, da kann man nicht meckern. Schauen wir mal, wie wir das Ding da rauskriegen. Das ging schon mal super. Mit einer Anbauanleitung. Die typischen Punkte, wie es bei praktisch jedem Versender so üblich ist. Lenker ausrichten, Laufräder einhängen, ein bisschen festschrauben. Kann grundsätzlich jeder. Dazu muss man jetzt kein unbedingt Fahrradmechaniker sein. Mal gucken, was in der Kiste drin ist. Okay. Erste schon mal positive Überraschung. In der Artikelbeschreibung hieß es, es gibt keine Pedale. Die sind trotzdem mit dabei. Gut, von der Qualitätsanmutung ist es natürlich so, dass es eher ein Notrad beim Auto ist. Aber für die, die vergessen haben sollten, sich Pedale mitzubestellen, ist natürlich schon mal schön, wenn man gerade wie bei so einem schönen Wetter wie draußen jetzt gerade vorherrscht, denkt, boah geil, mein Fahrrad kommt heute an. Und dann keine Pedale griffbereit, ist natürlich blöd. Dann war es das mit Fahrradfahren. Und wenn dann vielleicht der Fachhändler um die Ecke dann doch zu hat, weil gerade Sonntag ist oder gerade Ladenschluss ist, ärgert man sich natürlich schön schwarz. Okay, Inbusschlüssel sind auch noch mit dabei. Inspektionsheft sieht schon mal ein bisschen benutzt aus. Ist auch ganz normal, weil es ist auch schon was eingetragen. Das heißt also, da wurde schon mal ein Check durchgeführt. Betriebsanleitungen sind mit dabei. Bikebook, was auch immer das sein soll, habe ich noch keine Ahnung. Ich tippe mal ein bisschen Werbung oder Tipps zum Thema Fahrradfahren an sich. Genauso ist es auch. Und ein bisschen was zu schmücken, wenn man von der ersten Biketour wieder zurückgekommen ist. Nochmal ein bisschen Werbung. Okay, und dann war's das. Und bevor wir jetzt noch länger darauf warten müssen, werde ich das Rad mal aus der Kiste holen. Seht, das Ding ist leicht. 8,5 Kilo, das ist für ein Gravelbike durchaus sehr gut. Vom ersten Eindruck her ist immer die spannende Frage, habe ich die richtige Größe überhaupt ausgewählt? Wenn man nicht allzu viel Erfahrung zum Thema Fahrradgrößen hat oder schon nicht ein paar Räder zu Hause hat, dann kann das natürlich eine kitzelige Angelegenheit sein. Mein Fahrrad XXL bietet zwar die Möglichkeit, Körpergrößen einzugeben, Schrittlänge, Armlänge und so weiter und so fort. Das heißt aber nicht unbedingt, dass einem das Rad passt. Wie bin ich jetzt vorgegangen? Klar, ich habe das natürlich genommen. Dann habe ich einiges an Rädern unten stehen, wo ich die Rahmengrößen schon weiß. Unter anderem mein Rennrad, das ist ein 54er Rahmen gewesen. Insofern habe ich das hier auch genommen. Das
Das heißt, 54 steht auch drauf, ist Größe M, passt für mich mit 1,78, 1,79 ungefähr. Oder sollte es perfekt passen. Falls das mal nicht der Fall sein sollte, okay, man kann natürlich noch einiges mit dem Vorbau machen, aber das geht dann natürlich schon wieder in die Richtung rein, wo man denkt, ja, das sollte nicht unbedingt jeder machen, der gerade mal eine Inbusschraube am Rad festziehen kann. Da braucht man schon ein bisschen was mehr Erfahrung. Aber gut, das sind halt natürlich auch die Kompromisse, die man irgendwo eingeht, wenn man online bestellt, was natürlich nicht heißt, dass das schlecht ist. Okay, schauen wir uns das Rad mal an. Hier X-Gruppen sind mit dabei, hydraulische Scheibenbremsen. Ja, Schwalbe G1, perfekte Allround-Reifen. 40 mm müssten das hier sein. Also ordentlich schön breit, auch für ein bisschen groberes Gelände geeignet, aber noch nicht so fett, dass man damit nicht mehr auf der Straße fahren kann. Also genau das letztendlich, was ich suche, dass man hier vernünftig Straße fahren kann, Feldwege und halt auch mal so ein bisschen was in Richtung Trail, so wie es hier in der Ecke auch gegeben ist in der Regel. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt mal erstmal die Schere zum Einsatz, damit wir die Kabelbinde hier auftrennen können. So, kleiner Tipp am Rande, Kabelbinder. Gerade so große Dinger wie die hier. Warum wegschmeißen? Packt die bei euch, wenn ihr auf Tour seid, mit in den Rucksack rein. Weil neben den normalen Standardwerkzeugen, diesen Multitools, die man dabei hat, können euch diese Kabelbinder durchaus mal den Hintern retten. Wenn zum Beispiel nach einem Sturz oder wie auch immer das Schaltwerk krumm sein sollte, abgerissen sein sollte, wie auch immer, oder nur eine Speiche reißen sollte, oder simpel der Schnürsenkel am Schuh kaputt geht, so ein Kabelbinder, ist universell einsetzbar, um mal eine kleine Reparatur durchführen zu können. So, Inbusschlüssel lagen mit dabei. Hier sind sie, die brauchen wir auch jetzt, um den Vorbau auszurichten. Jetzt auch nicht nur Inbus, sondern auch direkt Tox mit dabei. Das ist übrigens meine Schwäche. Ich greife grundsätzlich immer den falschen Inbus. Immer eine Nummer zu groß oder zu klein. Das habe ich seit Jahren einfach nicht hinbekommen. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Okay. Dann schauen wir. Hier ist schon entsprechend die Hose. So, Tipp vom Ausrichten her, macht es nicht, wenn ihr das Rad so stehen habt, das wird krumm und schief, sondern dreht das Ganze einfach im 90-Grad-Winkel, knappt das Ganze mit den Beinen und dann könnt ihr drüber schauen, weil ihr habt nämlich hier hinten wie so eine Art Kimmel und Korn an dem Vorbau. Wenn der hier hinten mittig auf dem Reifen ist und ihr guckt drüber, habt ihr vorne ebenfalls ein Kimmel und Korn, schaut drüber und dann könnt ihr es perfekt ausrichten. Weil wenn ihr es nämlich hinter dem Oberrohr oder hinter dem Fahrrad stehen macht, dann habt ihr das Oberrohr im Weg aus dem Ding hier. Und dann wird das nichts mit perfektem Ausrichten. Das war tatsächlich schon genau gerade. Okay. Dann ziehen wir es mal fest. Für die, die keine Drehmomentschlüssel da haben. Hier ist in der Regel drauf vermerkt, mit welchem Drehmoment man das ganze Ding anziehen kann. Steht auch hier 5 bis 6 Newtonmeter. Versucht nicht, das Ganze im Baumarkt zu kriegen. Da habt ihr nur die ordentlichen Dinger hier für Autos und Co. Das heißt, also ihr braucht dann auch durchaus einen Drehmomentschlüssel, der feinfühliger ist. Wenn ihr keinen zur Hand habt, letztendlich ist es so, je größer die Belastung drauf ist, umso fester werden die Schrauben angezogen. Hier ist es tatsächlich so, dass ihr da sagen könnt, bei 5 bis 6 Newtonmetern handfest. Ne? Und immer getreu dem Motto nach fest kommt ab, nicht zu viel andrehen. Okay, Vorbau ausgerichtet. Jetzt machen wir, damit das Fahrrad auch schön sein wird, mal den Schutz vom Oberrohr ab. Die nächste Frage ist, kriegen wir das hier runter? Einfach abziehen. Okay. Die nächste Frage wird sein, das ist etwas, was ich jetzt hier im Wohnzimmer nicht machen werde, dazu müsste ich erstmal aufsitzen und ein bisschen fester drehen, ist halt der Punkt, okay, in welchem Winkel soll das Ganze hier ausgerichtet sein? Das macht man am besten, indem man halt sich wirklich mal draufsetzt, um zu gucken, was ist dann für mich die perfekte Position. Ja, also einmal natürlich, wenn man im Sitzen fährt und auch wenn man im Stehen fährt, damit die Hörner hier gut gepackt werden können. Wie passt das Ganze mit den Bremsen?
Griffweiten einstellen und so weiter und so fort. Das wird das Video ein bisschen was sprengen. Nochmal zum Gesamteindruck vom Fahrrad. Die Pedale habe ich mir separat bestellt. Die schraube ich jetzt hier, wenn ihr dabei seid, nicht noch extra mit an. Ja, es macht einen sehr guten Eindruck. Also wie gesagt, es ist sehr leicht. Und gut, etwas, was ich vielleicht tatsächlich mal als Kritikpunkt noch so ein bisschen was sagen würde, ist tatsächlich der fehlende Schnellspanner. Ich habe hier zwar einen Inbus mit dabei, es sei denn, ich habe irgendetwas übersehen, sieht aber nicht so aus. Das wäre sehr praktisch, weil ich bin zum Beispiel mit Gravelbike normalerweise nicht in so extremen Touren unterwegs wie beim Mountainbike, das ist, wer weiß, wie stark der Stein runtergeht. Nichtsdestotrotz gibt es durchaus eine Situation, ich vergleiche es einfach mal, wenn man jetzt mit dem Hardtail vom Mountainbike unterwegs ist, wo man den Sattel gerne mal schneller ein bisschen absenken möchte, weil es eine steilere Abfahrt gibt. Eine Vario-Sattelstütze, würde ich sagen, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. So viel wird man nicht mal plötzlich irgendwie rauf und runter fahren müssen mit einem Gravelbike wie mit einem Mountainbike. Nichtsdestotrotz würde hier ein Schnellspanner der ganzen Sache ganz gut tun. Das wäre so ein Tipp von meiner Seite aus an Art Raymond, die 2-3 Euro noch in die Hand zu nehmen und tatsächlich hier einen Hebel anzubringen und eben nicht den Biker drauf angewiesen zu lassen, hier wirklich den Inbusschlüssel vom Multitool aus der Tasche kramen zu müssen. Okay, ja, ich bin gespannt auf die erste Ausfahrt mit dem Bock und ich denke, ihr habt einen ersten Eindruck bekommen von dem Rad. Ich werde mit Sicherheit auch nicht der Einzige sein, der das Rad gereviewt oder angeboxt hat. Und ich werde mir jetzt dazu machen, Flaschenhalter, 2 Stück, hat man hier die Möglichkeit anzubringen. Die Pedale natürlich auch 2 Stück, links und rechts. Was fehlt noch? Ganz kurz, ja, ihr habt die Möglichkeit hier Gepäckträger anzubringen, Schutzbleche und so weiter und so fort. Gut, fürs Bike-Traveling ist es eher nicht ganz so variabel aufgestellt, weil an der Carbongabel hier keine Ösen vorhanden sind, um etwas festzumachen. Zumindest sieht es hier nicht danach aus. Und ja, ich freue mich auf die erste Ausfahrt. Je nachdem, wie es ist, kommt noch ein Anschlussbericht. Alles klar, macht's gut. Viel Spaß mit euren Rädern, egal ob ihr dieses bestellt oder ein anderes. So, da bin ich wieder. 5 oder 10 Minuten mit dem Rad näher beschäftigt, Pedale angebaut. Mir sind so ein paar Punkte aufgefallen, die ganz wichtig wären oder interessant sind zu wissen. Und zwar, ich habe mir mal einen Zettel gemacht, damit ich nicht ein paar Dinge vergesse. Ganz wichtig, wenn ihr ein Fahrrad bekommt, ist aber vollkommen wurscht, ob ihr das von einem Versender bekommt, wie Fahrrad XXL oder beim Händler vor Ort kauft. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das heißt also, macht auf jeden Fall vor der ersten Ausfahrt einen Quick-Check. Ein paar Punkte solltet ihr euch angewöhnen, am besten direkt vor jeder Ausfahrt oder nicht vor jeder, sondern nach jeder Ausfahrt durchzuführen, weil vor der Ausfahrt, wenn man dann einen Defekt feststellt, ist natürlich immer blöd, also besser direkt nach der Ausfahrt. Gibt es ein paar Punkte, die ihr regelmäßig kontrollieren solltet. Also klar, beim Zusammenbau natürlich sämtliche Schrauben nochmal testen, ob die wirklich festgedreht sind. Hier hat aber Fahrrad XXL bzw. die Filiale aus Kalka einen guten Job gemacht. Fangt einfach mal mit dem Steuersatz an. Wenn der lose ist, könnt ihr das ganz leicht merken, indem ihr einfach die Vorderradbremse zieht, die Finger hier drauflegt, kommen ein bisschen näher ran. Also Vorderrad ziehen, die Bremse, Finger hier drüber legen auf die Schalen und dann das Rad einfach mal ein bisschen vor und nach hinten bewegen. Hier merkt man nichts, insofern genau richtig montiert. Es ist kein Schlackern zu spüren. Umgekehrt, wenn das Fahrrad nicht diesen hier machen würde, wenn ihr das Rad leicht kippt, dann wäre der Steuersatz deutlich zu fest gezogen. Ja, also hier ist aber genau richtig montiert, alles gut. Der zweite Punkt ist, das Lagerspiel an den Laufrädern zu checken. Dazu packt ihr das Rad einfach hier vorne oder oben drauf und bewegt es einfach mal seitwärts zur Fahrtrichtung. Genau das gleiche hinten. Passt auch so weit. Thema Bremsen, laufen die schleiffrei? Man hört nichts. Hinten, genau das gleiche. Das Sohn ist natürlich nur der Freilauf und nicht die Bremse. Okay, das passt soweit. Was habe ich mir noch überlegt? Ja, Stichwort. Ein Achter, Ei im Rad, wie auch immer. Was mir bei dem Rad hier aufgefallen ist, ist aber nichts Schlimmes. Also wenn man über das Rad drüber schaut, hat es einen leichten Tick, Tick, Tick.
Es ist aber kein falsch gespanntes Laufrad dran schuld. Das könnt ihr daran erkennen, wenn ihr nämlich nicht auf den Reifen achtet, sondern auf die Felge. Das heißt, ihr stellt euch drüber, nehmt euch einen Punkt, schaut drauf und dreht das Rad. Die Felge selber läuft 1A. Das ist der Reifen, der nur ein bisschen krumm sitzt. Das dürfte sich aber nach der ersten Ausfahrt irgendwo gegeben haben, dass alles gerade läuft. Also definitiv kein Defekt oder so, ist alles gut montiert. Passt. Okay, was habe ich noch aufgeschrieben? Und zwar das Thema Griffweite. Genauso wie die Einstellung vom Lenker. Wichtig ist von der Neigung her, Höhe und so weiter, und dass er natürlich auch zentriert sitzt, ist das Thema Griffweite. Da die Leute vom Versender oder aus der Werkstatt natürlich euch nicht persönlich kennen und wir alle irgendwie eine größere oder kleinere Hände haben, haben die Griffe, egal welcher Hersteller, eine Griffweitenverstellung. Hier in dem Fall braucht ihr nur einen kleinen Innenschlüssel hier oben mit einer Schraube, da dreht ihr das mal ein bisschen nach links und rechts und merkt dann, dass der Griff halt ein bisschen was mehr zum Lenker hinkommt oder wegwandert. Wichtig ist von der Einstellung her, das erste Fingerglied muss drüber liegen, dann könnt ihr das Ding perfekt ziehen. Ihr könnt das in dem Fall auch mit zwei Fingern fahren, aber gerade wenn das Gelände ein bisschen ruppiger sein sollte, reicht auf jeden Fall ein Finger auch, außen habt ihr einen sichereren Griff. Und gerade wenn man hydraulische Scheibenbremsen hat, wie hier, dann reicht ein Finger, um eine vernünftige Bremskraft zu erzielen, auch locker aus. Okay, also da, wie gesagt, einfach mal checken, dass ihr vernünftig mit dem ersten Fingerglied drüber liegt und gleichzeitig aber auch den Bremsgriff nicht so weit anziehen könnt, dass ihr und eure Finger drankommt, die halt am Lenker selber liegen. Der nächste Punkt. Ja, Stichwort Schaltwerk. Was euch vielleicht aufgefallen ist, ist, hier gibt es keine Kettenführung. Sonst, wenn man hier ein Zweifachsystem hat, ist ja letztendlich der Umwerfer vorne da, der, falls die Kette mal abspringt, noch einen gewissen Rettungsanker bieten kann, ist in dem Fall mit diesem Einfachsystem nicht der Fall. Jetzt stellt sich die Frage, ja, so ein Ding nachrüsten? Nee, braucht man nicht, weil das ERX-Schaltwerk hier hinten hat so einen schönen kleinen Hebel. Das ist, je nachdem, welches Modell ihr dann bekommt, kann das unterschiedlich sein. Aber hiermit könnt ihr die Spannung von dem Käfig regeln. Das heißt, wenn das Ding hier auf angeschaltet ist, ist der deutlich schwerer zu bewegen, als wenn ihr es aus habt. Das heißt also, wenn ihr auf Hochbiegengelände unterwegs seid, macht das Ding einfach an. Dann ist deutlich mehr Spannung auf der Kette und das Risiko sinkt deutlich, dass die Kette euch vom Kettenblatt runterspringt. Okay. Dann, was mir aufgefallen ist bei den Schnellspannern, das ist tatsächlich nochmal wieder ein Kritikpunkt meinerseits. Hier oben den fehlenden Schnellspanner am Sattel oder am Sitzrumpf, also Sitzstange, habe ich ja schon bemängelt. Bemängelt, ne? Also ist nicht tragisch, aber es wäre schön, wenn man da nachrüsten würde. Was ich aber tatsächlich ein bisschen blöd finde, ist der hintere Schnellspanner bzw. die Steckachse. Und zwar, wenn ihr, das müsstet ihr, könntet ihr sehen, ich komme mal ein bisschen heran, schaut mal auf das Vorderrad. Hier geht der nämlich nach hinten. Und hier geht er nach vorne. Warum ich das blöd finde, hängt einfach damit zusammen, das ist ja nun mal ein Gravelbike. Und mit dem Gravelbike ist man halt nicht nur auf der Straße unterwegs, wo alles in der Regel halt frei ist, sondern auch mal durchaus im Wald oder ein bisschen Gestrüpp. Und da kommt es nämlich jetzt so, wenn ich mit dem Vorderrad durch Gestrüpp durchfahre, ist alles gut, fällt ich nicht ein. Hier hinten, wo der Hebel nach vorne ausgerichtet ist, kann ich mich einfädeln. Das heißt, ich habe so einen Fanganker und wenn ich durch Gestrüpp durchgehe, dann besteht hier durchaus ein nicht unerhebliches Risiko, dass ich hier hängen bleibe. Ich habe das mal rausgedreht und dann guckt, okay, wenn ich den anders ansetze und wieder reindrehe, ob ich dann die Möglichkeit habe, es nach hinten zu versetzen. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich lande immer bei der Position. Das sieht zwar optisch aufgeräumter aus und vielleicht ein bisschen schicker ist, aber was das Thema Fahrsicherheit betrifft, nicht ganz optimal. Hier gibt es andere Hersteller, die bieten die Möglichkeit, nach dem Reindrehen praktisch den Hebel nach vorne zu ziehen und die Position neu auszurichten. Das fehlt hier. Wäre auch nochmal so ein Punkt, wo man halt in der nächsten Generation drüber nachdenken könnte, sollte, dann nochmal nachzubessern, um halt, wie gesagt, die Hebelposition nach hinten zu versetzen, um halt das Risiko zu verringern, irgendwo sich einzufällen und sich auf die Nase zu legen. Was noch zu sagen ist, was mir noch sehr positiv aufgefallen ist, ist das Thema Zwischenringe am Vorbau. Gut, das mag jetzt daran liegen, ich habe ja Größenangaben gemacht, dass das Rad entsprechend so für mich direkt perfekt ausgerichtet ist. Es scheint soweit nach dem ersten Aufsitzen, okay, erste Ausfahrt fehlt natürlich noch, aber es scheint soweit zu passen. Es gibt
wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt das Kommentarfeld und sagt bitte, den Gabelschaft nicht kürzen. Wenn er einmal ab ist, ist er ab, wie beim Friseur. Haare dran führen funktioniert nicht, genauso wenig funktioniert das bei der Gabel. Das heißt, wenn hier von vornherein die Zwischenringe, die hier an der Zahl 1, 2, 3, 4 Stück in unterschiedlichen Größen, wenn die von vornherein fehlen würden, dann würde der Vorbau direkt hier vorne aufliegen. Und wenn euer Rad dann, wenn ihr merkt bei der Ausfahrt oder nach 2, 3 Ausfahren, muss ihr immer an das Rad auch erstmal gewöhnen, das Ding ist mir zu niedrig. Das heißt, der Unterschied zwischen, das Niveau zwischen Vorbau und Sattel, das ist hier relativ ausgewogen, also ist ein bisschen niedriger. Beim Rennrad wäre das hier zum Beispiel deutlich niedriger, also der Sattel deutlich höher als der Lenker. Zeigt auch wieder dafür, dass ein Gravel-Bike deutlich entspanntere Sitzposition hat. Okay, kommen wir wieder zurück. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr diese Zwischenringe hier habt, ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn mir das hier zu hoch wäre, ich baue den Vorbau ab, lege den nach vorne, nehme die Zwischenringe, so viele wie ich möchte, halt raus, packe den Vorbau wieder drauf und montiere die Zwischenringe oben drüber. Das tut der Sache keinen Abbruch, sieht zwar vielleicht ein bisschen blöd aus, aber das bietet mir die Möglichkeit, erstmal zu testen, welche Höhe ist für mich optimal. Insofern alles gut. Kürzen kann man das Ding immer noch. Dann noch ein anderer Punkt, falls mir das jetzt hier doch noch immer zu niedrig sein sollte. Die Vorbauten haben in der Regel immer eine leichte Krümmung. Sieht man auch hier vielleicht so ein bisschen, der ist halt nicht ganz gerade, so ein bisschen was nach unten. Das heißt also hier, wenn ich das Ding einfach umdrehen würde, habe ich einfach direkt mal wieder 2 oder 3 cm in der Höhe mehr dazu. Und 2, 3 cm mögen sich jetzt vielleicht ein bisschen was wenig anhören, aber das macht beim Fahren durchaus schon jede Menge aus. Okay, ansonsten, Fahrrad ist, wie gesagt, sehr gut aufgebaut. Kann man nicht meckern, Bremsen sind schleiffrei, Luftdruck scheint auch soweit in Ordnung zu sein. Der Sattel ist vernünftig ausgerichtet, kippt nicht nach vorne, nicht nach hinten, ist genau parallel. Ja, wie eben schon gesagt, ich freue mich auf die erste Ausfahrt. Okay. So, hallo zusammen. Da sind wir zu Teil 3. Vom Unboxing. Mittlerweile ist eigentlich schon kein Unboxing mehr, sondern fast ein kleiner erster Test fürs Raymond Gravel Ray 7. Ich bin jetzt heute Morgen das Rad geliefert, zusammengebaut, nachmittags losgefahren. Ich bin jetzt etwa 40 Kilometer gefahren mit etwa 500 Höhenmetern. War so ziemlich alles dabei, von Schotter, steilen Wegen, Wurzeln, ein bisschen rompeligere, ja, Trails könnte man schon fast sagen. Einiges an Teer, Straße, Radweg, also wirklich das komplette Programm irgendwo mit dabei. Und es gibt so ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind, die ich euch gerne noch erzählen möchte zu diesem Rad. Und zwar, damit ich nicht vergesse, wie aufgeschrieben, Thema Flaschenhalter, was wir hier vorne sehen. Also das, wo ihr darauf achten solltet, ist, kann nicht zu große Flaschen zu nehmen. Es passt zwar rein, es ist eine 0,7er Flasche, aber ihr seht vielleicht hier schon, das kommt hier an den Rahmen dran. Kommt natürlich daher, dass das Oberrohr was steiler abfällt, das heißt mehr Beinfreiheit beim Absteigen, ist aber soweit eine okay, man bekommt die Flaschen noch raus. Je nachdem, was ich für einen Flaschenhalter nehme, den man halt zur Seite auch rausnehmen kann, ist das Ganze natürlich noch deutlich entspannter. Bringt aber das Problem mit sich, dass die Flaschenhalter häufig die Flaschen nicht ganz so gut festhalten, wie die klassisch nach oben rausgezogen werden. Das heißt also, wenn ihr dann doch mal ein bisschen roppeliger unterwegs seid, kann es durchaus mal sein, dass ihr die Flasche verliert. Also, dann lieber ein bisschen mehr fummeln, denn das Teil hier vorne kommt auf jeden Fall super dran. Das heißt also, da während der Fahrt überhaupt kein Problem, ins Trinken dran zu kommen, passt also. Für die Bikepacker unter euch ein ganz wichtiger Punkt noch, das hatte ich ja eben im ersten Teil schon gesagt, dass ihr hier vorne an der Gabe keine Möglichkeit habt, ein paar Taschen unterzubringen, weil hier keine Ösen vorhanden sind. Und was vor allen Dingen auch noch ein Punkt ist, ihr seht ja, dass das Oberrohr hier oben einen Knick hat. Das heißt, die Taschen, die hier normalerweise in dieses Rahmendreieck halt reinkommen, die passen hier nicht, weil ihr das hier vorne praktisch nicht zumachen könnt. Das heißt, ihr würdet eher darauf hinauslaufen, dass ihr eine Tasche nehmt, die hier oben auf das Oberrohr draufkommt. Dann, was haben wir noch? Und zwar ist mir Folgendes noch aufgefallen. Die 1x11-Schaltung. Also ihr könnt entweder 1x11 heißt, ihr habt vorne ein Blatt und hinten ein entsprechendes 11er Ritzelpaket. Das ist hier recht weit übersetzt, das heißt also vom Maximum her von 11 Zähnen bis 42, größer geht im Grunde genommen nicht. Ihr habt dann einen vernünftigen Bergaufgang, aber natürlich nicht so leicht Granny Gear mäßig, wie das Ganze beim Mountainbike halt aussieht. Das heißt also, ihr müsst dann schon ein bisschen was mehr reintreten. Auf der anderen Seite werdet ihr auch merken, dadurch, dass ihr vorne nur ein Blatt habt,
Habt ihr natürlich jetzt, wenn ihr bergab fahrt oder in der Ebene Knallgas geben wollt, bekommt ihr natürlich nicht so eine Höchstgeschwindigkeit vom Pedalieren her hin wie bei einem Rennrad oder halt bei einem Gravelbike, was halt vorne zwei Kettenblätter hat. Dessen müsst ihr euch bewusst sein. Ansonsten bedeutet es jetzt nicht, dass ihr bei 1x11 nur 11 Gänge habt und bei 2x11 22. Das ist nämlich ein Trugschluss, weil die Übersetzungen sich teilweise überlappen. Das heißt also, von den 22 Gängen, wenn man es tatsächlich sieht, bleiben etwa 13, 14 übrig. Das heißt also, so groß ist der Unterschied dann nicht. Allerdings ein Vorteil ist bei 2x11, dass die Abstände nicht ganz so groß sind. Das heißt, ihr könnt leichter eure Kadenz dann jetzt entsprechend finden. Ist etwas, was mich nicht gestört hat. Letztendlich ist ein Gravelbike auch etwas, wo man jetzt nicht sagt, das ist dafür da, um Rennen zu fahren. Dann solltet ihr ja ein Cyclocross-Bike holen oder halt einen entsprechenden einen Race-Hardtail. Es ist im Prinzip eine eierlegende Wollmilchsau. Das Rad macht sehr viel Spaß auf Teer. Auf Teer ist es so, als wenn ihr auf Wolken fahrt im Vergleich zum Rennrad. Das bügelt alles platt. Ist natürlich aber auch so, dass ihr halt, wenn ihr auf Trails unterwegs seid, deutlich früher aus dem Sattel geht als bei einem Mountainbike, wo dickere Pellen drauf sind mit noch weniger Luftdruck. Das ist, wie gesagt, ein gewisser Kompromiss. Aber es ist ein entspanntes Fahren und es macht unheimlich viel Spaß, mit der Kiste durch die Gegend zu fahren. Ein Punkt, der mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist das Cockpit selber, das heißt der Lenker. Wenn ihr es euch mal so anschaut, seht ihr hier, dass der deutlich nach außen gestellt ist. Das heißt, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Ich habe mir überlegt, ja, warum geht das so weit auseinander? War aber dann aber insofern auch klar, wenn ihr euch mal überlegt, wie ihr auf dem Mountainbike mit einem normalen geraden Lenker fasst, stellt ihr einfach mal hin und macht die Arme nach vorne. Wie ist eure Handhaltung? Die ist nicht so wie beim Rennrad, auch nicht so wie beim Mountainbike, sondern tatsächlich schräg. Und genau den Punkt greift dieser Lenker auf. Das heißt, wenn ihr die Arme nach vorne tut, packt, macht, habt ihr genau den Handwinkel. Das heißt, ihr könnt ideal packen. Und was auch noch sehr, sehr gut ist, ihr fasst sehr breit nach außen. Das heißt, ihr habt in robbigem Gelände eine sehr gute Stabilität, weil ihr weit nach außen fassen könnt. Ihr habt aber keine Probleme, an die Schalt- und Bremshebel zu kommen. Und was auch noch gut ist, selbst wenn ihr hier so packt und in den Wiegetritt reingeht, ihr habt dermaßen viel Freiheit, ihr kommt einfach gar nicht hier oben an den Lenker dran. Insofern kann man fast sagen, das ist eigentlich wirklich so die Brot- und Butter-Handgriffposition. Ansonsten, ihr könnt natürlich auch auf die Hörner packen. Das hat hier in der Variante, man muss es mögen oder sich dran gewöhnen. Im Vergleich zum Rennrad ist es halt ist nicht so steil, sondern etwas flacher. Das heißt also, man hat vielleicht so am Anfang zumindest so das Gefühl, ich rutsche vielleicht drüber, weil das Ganze ein bisschen mehr nach unten geht. Ja, also beim Rennrad würde das ein bisschen steiler stehen und die Hörner ein bisschen weiter nach oben. Das heißt, ich habe den Griff mehr hier dran. Ist aber nichts, was ich tragisch finde. Man gewöhnt sich da schnell dran. Muss man allerdings so ein bisschen was die Karte an Shimano jetzt weitergeben. Was mir nicht so gut gefällt an der GRX hier ist, dass hier relativ scharfe Kanten sind. Und das ist, also wenn ich jetzt im Wiegetritt zum Beispiel bergauf fahre, dann mag ich es eher weniger hier vorne zu packen. Gerade halt, wenn es was ruppeliger ist und nicht auf Teer. Ich packe ganz gerne hier drunter. Das heißt also, ich gehe hier mit den Fingern zwischen. Ich komme ein bisschen näher ran. Ein bisschen schwierig hier draußen, ohne Stativ. Meine Finger sind dann im Prinzip genau hier zwischen. Und da merkt man halt die scharfen Kanten, dass halt hier der Kunststoff oder hier das Metall dann doch halt am Finger schrubbt. Ist nicht weiter tragisch. Hilft. 120er Schleifpapier, ein bisschen was entgraten oder halt, je nachdem, wenn es halt klappt, vielleicht ein bisschen was Lenkerband drüber kleben, dann ist das soweit okay. Ja, Fazit. Bremsen sind top. Schaltung ist top. Kann ich nicht meckern. Gut, es ist natürlich jetzt noch nicht, weil das, wer weiß, wie viele hunderte Kilometer mit dem Rad gefahren bin, aber es reicht auf jeden Fall schon für den ersten Eindruck. Und wenn sich das Ganze so weit fortsetzt, dann kann man absolut sagen, es ist ein guter Kauf, dieses Rad, und es macht auf jeden Fall Spaß, damit zu fahren. Ja, das soll es dann jetzt auch gewesen sein mit dem Teil 3. Noch einer kommt nicht, alle guten Dinge sind 3. Jetzt werde ich mir einen Riegel werfen und dann die letzten 15 Kilometer nach Hause pedalieren und dann mich auf die Terrasse setzen. Okay. Habe ich eben gesagt, nach dem dritten Teil ist Schluss? Einen Punkt gibt es noch, ganz wichtig. 3 Punkte, die der Biker zum Rad hat. Lenker, Pedale, Sattel. Zum Sattel habe ich noch nichts gesagt. Sattel, den man
ungesessen geliefert bekommt, kann passen, muss nicht passen. Der hier passt mir tatsächlich. War insofern eine Überraschung, weil es ganz oft so ist, bei den Rädern, die ich bisher gekauft habe, wo der Sattel mit dabei war, naja, ich habe ihn dann ausgetauscht, sagen wir mal so. Hier bei dem Sattel, hallo Auto, bei dem Sattel hier merkt man allerdings, dass der insofern durchdachter ist, halt auf längere Touren. Das heißt, er ist durchaus etwas breiter gebaut als ein Rennradsattel. Und für meinen Hintern passt er einfach. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, deswegen testen Sie es aus. Ganz, ganz wichtig bei der Geschichte ist, das habe ich zum Beispiel halt auch gemacht, wenn ihr auf dem Rad sitzt, gucken wir mal, sieht man jetzt die Pedale, nicht ganz, ich habe es mal ein bisschen was hoch. Wenn ihr die Kurbel parallel nach vorne stehen habt, so wie hier vorne jetzt sichtbar, und ihr seid eingeklinkt oder halt wenn ihr Flat Pedals halt nutzt, dass der Fußballen genau auf der Pedalachse drauf ist, dann solltet ihr, wenn ihr normal mit den Sitzknochen hier hinten auf dem breiten Bereich halt sitzt, dann sollte die Kniescheibe praktisch ein Lot bilden mit der Achse. Das war bei mir, als ich angefangen habe, hier die ersten paar Kilometer zu fahren, nicht der Fall. Das heißt, ich habe eher ein bisschen mehr nach vorne getreten. Bei mir war das Knie ein Ticken zu weit hinten. Und ich habe den Sattel dann einfach mal einen Zentimeter nach vorne gesetzt. Das hat, ich habe es eben schon mal erwähnt, 2-3 Zentimeter von der Höhe und so weiter. Das macht Welten aus teilweise und dieser Zentimeter ist durchaus auch bemerkbar. Das heißt, ich habe deutlich entspannter und ein bisschen aufrechter noch auf dem Sattel gesessen und es war deutlich bequemer. Ein wichtiger Punkt ist einfach, wenn ihr zu weit vorne sitzt, das ist ein Problem, den halt das Männer halt durchaus haben. Es schläft halt was ein. Da könnt ihr entweder was dazu tun oder dagegen tun, indem ihr halt im Sattel ein bisschen was nach vorne setzt, das heißt nicht ganz so weit auf der Spitze zu sitzen, einen anderen Sattel kaufen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oder was ihr auch machen könnt, ist den Sattel einfach von der Neigung ein bisschen was nach unten zu setzen. Das ist jetzt hier so ein bisschen was verfälscht, weil das Rad hier ein bisschen hinten untersteht. Der ist praktisch exakt parallel. Mir passt das soweit. Wenn ihr Probleme habt mit Einschlafen an den besonderen Stellen, kippt den Sattel einfach ein bisschen was runter. Das kann durchaus schon helfen. Nicht allzu viel, weil sonst habt ihr das Gefühl, nach vorne runter zu rutschen. Wie gesagt, der Sattel hier ist eine absolut positive Überraschung für meinen Hintern. Der kann euch genauso gut passen, muss aber nicht. Deswegen, wenn ihr einen Sattel kaufen wollt, ist es an sich grundsätzlich immer am besten, ihr nehmt einen mit, wo ihr wisst, dass er euch passt. Dann habt ihr direkt einen Vergleichsgegenstand, um halt im Laden oder wo auch immer dann den Sattel zu kaufen. Oder halt optimalerweise, ihr könnt einfach mal eine Runde Probe sitzen. Ja, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Jetzt wartet das Radler auf der Terrasse. Das habe ich mir verdient.